Servus und hallo zu einem neuen Spotlight. Ihr seht es schon an der Startposition. Es ist kein Blueprint, aber es ist auch kein Park. Es ist ein Coaster als Park gespeichert. Genauer gesagt glaube ich, dass da zwei Coaster verbaut sind. Weil wenn man den Park lädt, heißt er Alien vs. Humans. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar eine Channel 5 Contest-Einreichung ist. Stand jetzt auf Steam mal nix. Und bisher wurde es auch noch nicht vorgestellt bei Channel 5 Gaming. Aber ist ja auch egal eigentlich. Ich hoffe, dass die Frames bei mir mitmachen. Es ist sehr detailliert. Ja, es ruckelt im Pausenmodus. Gehen wir mal rein. Und es ist der Wahnsinn. Ihr habt das ja schon am Thumbnail wahrscheinlich ein bisschen gesehen. Ich habe das geladen und habe mir gedacht, holy shit. Ja. Eine mega coole Sci-Fi-Stadt. Es ruckelt wie Hölle. Okay, hier haben wir einen Coaster-Typ und hier haben wir... Ist das dasselbe? Ist das ein anderer Coaster-Typ? Ich weiß es nicht. So. Ich schau mal, was meine Frames so machen. 29 Frames im Pausenmodus. Tja. Sehr coole Weggewelt. Spiegeln sich die ganzen Lichter noch sehr schön drin. Hier haben wir einen Eingang. Schaut euch das mal an. Wir fahren jetzt die Coaster mal. Die Uhrzeit ist fest eingestellt, habe ich gesehen, auf 18 Uhr. Das habe ich schon geschaut. Ich denke, das lasse ich also. Also, gibt es keine Tag- und Nachtfahrt, sondern das lassen wir zu. Invaded Skylines. Habe ich überhaupt schon gesagt, wie es heißt? Es heißt Invaded Skylines. Von The Madman. Falls ich es noch nicht gesagt habe. Jetzt gehen wir erstmal den ganzen Weg hier ab. Ja, ein bisschen düster. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Bestimmter Ausgang. Wie tief runter geht hier noch? Brauche ich die Lampe? Ja, brauche ich. So. Ach, hier ist ein Eingang. Okay, das ist der zweite Coaster und das wird der Ausgang sein. Gehen wir mal hier hin. Lampe schalte wieder aus. Es geht einfach hier rauf. Und ja, mega gut. Also die Screenshots gesehen auf Steam, dachte man, wow. Und jetzt, wo ich es geladen habe, denke man nur mehr, wow. Und es ist tatsächlich so ein Dueling-Ding. Und Pause mal raus. Ich schneide dann an dieser Stelle mal hin, wenn der Zug da ist. So, Coaster ist hier. Werte, wenn ihr wollt, könnt ihr mal durchsehen. 3600 Meter. Da haben wir einiges vor heute. Bevor ich lang weiter quatsch, setzen wir uns doch einfach rein und machen wir die Pause raus. Und dann fahren wir mal damit. Ja, sieht das cool aus.
Okay. Warum ist der andere Coaster so weit vorne? Egal. Dueling hin oder her oder ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist mir egal. Es sieht Wahnsinn aus. Millionen von ausgelösten Effekten. Ich habe nachher schon ein bisschen Angst nachzusehen, wie viele Teile er verbaut hat, weil der Rechner dann vielleicht abstürzt. Bin relativ still, weil ich es einfach extrem beeindruckend finde. Leider scheint das Dueling-Ding nicht so zu funktionieren, wie es sollte. Schade. Ach, was hat der hier alles verbaut? Von Studio über Adventure bis der hat alles verbaut. Oder die, weiß ich ja nicht. Der Ersteller halt. Damit ist auch die Erstellerin gemeint, wenn es denn so sein sollte. Es ist ja total egal. War cool. Nochmal. Nö, ist einfach ein zweiter Lift, das ist keine zweite Runde. Lieber Ersteller oder Erstellerin, wenn du das zufällig siehst und zufällig Deutsch verstehst, sag mir doch bitte, wie viele Stunden, Tage, Wochen, Jahre du an dem Teil gebaut hast. Das ist hier Wahnsinn. Und zurück in die Station. Ja, mega gut. Wie gesagt, normal gibt es immer Tag- und Nachtfahrt. Auch bei Dueling-Dinger fahre ich halt einmal am Tag mit einem und mit dem anderen in der Nacht. Aber hier werde ich die Uhrzeit nicht ändern. Ich habe mir verlaufen. Black Falcon 2 haben wir auf Testen. Stopp. Testen. Reinsetzen und Pause raus. So, dann fahren wir jetzt mit dem zweiten. Ja genau, der sieht schon mal anders aus wie der, wo wir gerade gefahren sind. Ganz ehrlich, dass man hier mal durch eine Wasserfontäne glitscht oder dass hier und da Kleinigkeiten sind, das ist so egal. Es ist ein, ist einfach Wahnsinn hier.
sieht so mega gut aus. Ihr merkt schon, es wird eine längere Vorstellung. Aber der war, also der Zug, mit dem wir jetzt fahren, der ist, scheint immer vorne zu sein. Deutlich vorne. Durchs Raumschiff, sehr cool. Es ist der Wahnsinn. Tatsache bekommt man vom Dueling nicht so viel mit. Ist ein bisschen schade, aber es ist mir total egal hier. Es ist mega gut, was hier gebaut wurde. Auch mit der Stadt im Hintergrund passt halb voll das Szenario da rein. Ja, ihr merkt schon, ich sag einfach nix, aber einfach nur, weil ich so beeindruckt bin. Und die zwei Bahnen haben ja tatsächlich auch unterschiedliche Streckenführung. Es ist jetzt nicht so, dass man immer haargenau dieselbe Szene sieht. Teilweise natürlich auch. Aber teilweise sieht man auch was anderes. Das finde ich cool. Okay, Bremse. Kommen wir dann schon wieder in die Station. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, Download-Link wie immer in der Videobeschreibung. Ladet euch das Ding runter, schreibt ihm einen Kommentar, bewertet das Teil, es ist der Wahnsinn. So. Ich mache jetzt mal Pause rein, einfach wegen den Frames. Ja, ihr seht schon, es wurde ja die komplette Map mehr oder weniger genutzt. Oder sagen wir mal, 3/4 der Map wurden verbaut, zugebaut. Ziehen wir uns das Teil mal. Es ist der. Habe ich schon gesagt, dass das der Wahnsinn ist? Es ist so mega gut. Ich könnte hier, glaube ich, nur eine Stunde rumlaufen und mir die ganzen Details anschauen. Und hätte noch immer was übersehen. Also, ich weiß, dass ich hier sehr viel übersehen wird, einfach weil. Weil so viel zu sehen ist. Was ist hier los? Geister- oder Alien-Jäger-Trainingslager. So. Die Straße ist sehr cool gemacht.
Also, dass das Dueling nicht wirklich so Dueling-Dingens ist, okay. Es ist mir aber hier Tatsache einfach egal. Und wie, wenn sich jetzt in die Kommentare irgendwer erlaubt zu sagen, ja, da habe ich da aber einen Blueprint verwendet oder das Raumschiff, das hat er aber nicht selbst gebaut. Leute, ernsthaft mal, es ist mir so egal. Wobei natürlich davon ausgeht, dass alles selbst gebaut ist, aber wie gesagt, es ist ja wurscht. Es sieht einfach mega aus. Es ist extrem genial. Ja, ich möchte hier tatsächlich nur stundenlang rumfliegen, mir das Zeugs ansehen. So, einfach nur, dass die Aufnahme mal gesichert ist. Beende mal, mache einen kurzen Cut. So, bin wieder da und dann mache ich was, was wahrscheinlich mein Rechner jetzt gleich schrottet, und zwar komplett. Ich schaue nach, wie viele Teile das er verbaut hat. So im Groben. Es hat jetzt ungefähr, keine Ahnung, 5 Minuten oder so gedauert. Und ja, wie ich immer gedacht habe, das Spiel mag nicht mehr. So, da bin ich wieder. Wie zu erwarten war, hat sie das Spiel verabschiedet. Jedenfalls, was wir jetzt noch machen. Wir sind ja nur zu dieser Tageszeit gefahren. Ich will es trotzdem mal bei Tag sehen, wie es theoretisch aussehen würde. Ja, bei Weitem nicht so beeindruckend wie in der Nacht. Es war ja 18 Uhr eingestellt. Und dann schauen wir noch, wie es um 22 Uhr aussieht. Also in tiefster Nacht quasi. Auch nicht so beeindruckend wie um 18 Uhr. Also 18 Uhr war die perfekte Uhrzeit, was er hier ausgewählt hat. Eure Meinung zu diesem Ding gerne als Kommentar. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.